12 größten Schlangen, die mit der Kamera aufgenommen wurden. Man kann Schlangen gruselig oder eklig finden. Doch egal, ob man sie nun mag oder nicht, Schlangen wie beispielsweise die grüne Anaconda in diesem Video sind faszinierend. Doch nichts ist so atemberaubend wie unser Platz 1 in diesem Video über die 12 größten Schlangen, die mit der Kamera aufgenommen wurden. The green anaconda. At up to 550 pounds, that's some serious heft. But these massive snakes... Nummer 12. Grüne Anaconda. Eine Anaconda, die dich aus dem Wasser heraus ansieht, würde dich das bereits zu Tode erschrecken? Nun, was empfindest du bei diesem Video? Die grüne Anaconda aus dem Amazonas ist die größte Schlange der Welt und das gefährlichste Reptil im Amazonasgebiet. Diese Tiere sind zudem nicht nur die schwersten Schlangen der Welt. Mit rund 9 Metern werden sie beinahe so lang wie ein ganzer Schulbus. Mit ihren 250 Kilogramm sind sie eine der größten Bedrohungen für Mensch und Tier gleichermaßen. Die grüne Anaconda ist eine Wasserschlange, wie du in dem Video sehen kannst. Ihre Augen- und Nasenlöcher sitzen wie beim Alligator an der Spitze des Kopfes. So kann sie stundenlang unter Wasser bleiben und auf ihre Beute warten. Nummer 11. Indische Königskobra in einem indischen Dorf gefangen. Hier siehst du Indiens berühmtesten Schlangenfänger Vava Suresh, wie er eine riesige Königskobra fängt. Suresh ist wohl einer der besten Schlangenfänger der Welt. Er hat bereits über 50.000 Schlangen eingefangen und an einem sicheren Platz im Wald wieder freigelassen. Er ist eine Legende. Hier wurde er wegen dieser Königskobra alarmiert, die sich durch das indische Dorf schlängelte. Suresh ist so geschickt beim Fangen von Schlangen, dass er diese Königskobra mit bloßen Händen packen kann. Bevor er das Reptil mitnimmt, hält er es hoch, damit alle es sehen und Fotos machen können. Nummer 10. Felsenpython. Das ist Chavatama Marimo, ein Schlangenflüsterer aus Simbabwe, der seit 1992 Pythons fängt und umsiedelt. In diesem Video rettet er gerade eine große Felsenpython. Es ist ein kerngesundes Tier, das aber dennoch erst etwas zu fressen braucht, ehe es wieder in die Wildnis darf. Obwohl sich die Schlange wehrt, will Chava sie fangen. Jede Schlange wird von ihm genau auf Rippenbrüche oder andere Verletzungen durch Steinwürfe von Einheimischen untersucht. Jede Schlange wird von ihm genau auf Rippenbrüche oder andere Verletzungen durch Steinwürfe von Einheimischen untersucht. Danach lässt er das Reptil an einem sichereren Ort frei. Felsenpythons gehören zu den 6 größten Schlangenarten der Welt. Sie werden bis zu 6 Meter lang und leben in zahlreichen Lebensräumen, am liebsten aber in der Nähe von Wasser. Nummer 9. Neuguinea Amethystpython. Hier siehst du eine der schönsten Pythons weltweit, die Buschpython oder Neuguinea Amethystpython. Sie lebt in den Dschungeln von Queensland. Diese Pythonart kann so groß wie ein Schulbus werden. Hier siehst du den australischen Reptilienspezialist Robert Bradle mit einer gewaltigen Amethystpython. Laut Rob muss man zu diesen Tieren unbedingt einen Sicherheitsabstand einhalten. Diese Schlangen haben 18 scharfe Zähne, die jedes Blutgefäß in jedem Körperteil, den sie erwischen, durchbohren können. Und obgleich sie ungiftig ist, könntest du verbluten. Außerdem kann dir diese Würgeschlange jeden Knochen einzeln im Körper brechen. Eine ausgewachsene Buschpython kann rund 5 Meter lang und 27 Kilogramm schwer werden. Es ist die drittlängste Schlangenart weltweit und das Exemplar in Robs Video ist das schönste, das du je sehen wirst. Nummer 8. Netzpython. Darf ich vorstellen, Zulu, ein Albino-Netzpython-Männchen, der einen Moment der Freiheit genoss, während sein Besitzer seinen Käfig reinigte. Doch da er irgendwie in eine Ecke gedrängt wurde, droht er seinem Halter. Kein Reptil fühlt sich gerne bedrängt, sei es in freier Wildbahn oder in Gefangenschaft. Daher versucht die Schlange, dem Besitzer eindrucksvoll zu zeigen, wer hier der Boss ist. Die Netzpython wiegt etwa 24 Kilogramm und ist 3,8 Meter lang. Noch scheint sich Zulu zu beherrschen, doch er könnte mit Leichtigkeit zuschlagen. Um das Tier zu beruhigen, wird sie vorsichtig mit einem Schlangenhaken gestreichelt. Doch Zulu hat heute offensichtlich schlechte Laune. Könnte er sprechen, würde er bestimmt sagen, lass mich bloß in Ruhe und leg dich nicht mit mir an. Der Halter hält nun den Kopf der Netzpython mit einer Hand fest und filmt mit der anderen. Langsam entspannt sich Zulu, als er erkennt, dass er nicht in Gefahr ist. Nummer 7. Boa Constrictor. Die Boa Constrictor ist eines der tödlichsten Reptilien der Welt. Diese hier sonnt sich offenbar gerade auf einer Wiese, während ihr Betreuer neben ihr liegt.
Sie gleitet durch das Gras und genießt die Umgebung und hat scheinbar volles Vertrauen zu den Menschen. Siehst du, wie lang sie ist? Ihr Körper scheint kein Ende zu nehmen. Erkennst du, wie sie den Kopf hebt und die Umgebung absucht? Ihr Halter hält ihr ein totes Nagetier vor das Maul, um zu testen, ob sie hungrig ist. Aber das Tier hat kein Interesse. Sie kriecht lieber weiter gemächlich durchs Gras mit der Sonne auf dem Rücken. Die Boa ist definitiv gut gelaunt und entspannt. Nummer 6. Riesige brasilianische Anaconda beim Überqueren einer belebten Straße. Dieses Video ist ein Schocker. Es zeigt eine riesige brasilianische Anaconda mitten auf einer Straße. Seelenruhig gleitet das gewaltige Tier über den Asphalt, ohne dabei die aufgeregten Leute oder die Autos zu beachten. Der Vorfall ereignete sich nahe von Porto Velho. Italo Nascimento Fernandes filmte die Schlange und stellte das Video online. Voller Ehrfurcht begutachten die Menschen die Schlange. Viele steigen aus ihren Autos und filmen das Schauspiel selbst. Die Schlange war etwa 4 Meter lang und wog rund 30 Kilogramm. Es ist beeindruckend, wie die Anaconda den Fahrbahnteiler überquert und auf der anderen Seite weiterkriecht. Viele folgen dem Tier fasziniert bis zum Grünstreifen auf der anderen Fahrbahnseite. Nummer 5. Papua-Python. Papua-Pythons oder auch irische Pythons schimmern, wenn Licht auf ihre Haut trifft. Das hier ist Pixel. Ist sie nicht eine Schönheit? Trotz ihrer 4 Meter Länge ist sie sehr scheu. Durch ihre Muster und hellgrünen und blauen Streifen ist sie ein atemberaubend schönes Reptil. Pixel ist freundlich und vertraut ihrem Herrn vollkommen. An warmen, sonnigen Tagen im Garten kuschelt sie sich an seine Beine und sonnt sich. Dabei kann man ihren Kopf wie bei einem Hundewelpen streicheln. Scheinbar genießt sie das. Tatsächlich erinnert ihr Verhalten eher an das eines Schoßhündchens. Wer sagt da, dass ein Mann und ein tödliches Reptil keine Freunde sein können? Behandle Tiere richtig und sie werden dich zurücklieben. Nummer 4. Westliche Diamantklapperschlange. Nichts ist tödlicher als eine aggressive westliche Diamantklapperschlange im Angriffsmodus. Dabei wirkt ihr Rasseln wirklich sehr einschüchternd, so wie in diesem Video. Diese Klapperschlange scheint zu wissen, dass sie gefilmt wird und warnt die Kamera, komm ja nicht näher. Mit dem Klappern droht sie auch Raubtieren. Die nächste Szene zeigt einen Kameramann, der sich offensichtlich einer westlichen Diamantklapperschlange nähert, die entspannt schläft. Doch als sie plötzlich wie ein Blitz nach vorne schießt, ist er bedient. Die Schlange geht sofort in den Angriffsmodus über, rasselt mit dem Schwanz und stürzt sich ein zweites Mal auf den Mann. Nummer 3. Eine 15 Meter lange Anaconda schwimmt durch einen brasilianischen Fluss. Hier siehst du ein beeindruckendes Video einer 15 Meter langen Riesen-Anaconda in einem brasilianischen Fluss. Mit welcher Eleganz und Leichtigkeit sie hier durch das Wasser schwimmt, ist faszinierend. Der Anblick ist beängstigend und beeindruckend zugleich. Beim näheren Hinsehen erkennt man, dass es sich nicht um einen Fluss, sondern um eine überflutete Straße handelt, die die Schlange überquert. Auch über ihre Größe gibt es Diskussionen. Viele glauben nicht, dass sie 15 Meter lang war. Sie denken, das sei eine Übertreibung der Einheimischen. Aber du kannst nicht leugnen, dass es keine kleine Anaconda war. Nummer 2. Die größte Schlange der Welt in Brasilien gefunden. Es war äußerst bedauerlich, dass die größte Schlange der Welt bei Bauarbeiten am Belo Monte Staudamm in der Gemeinde Altamira im brasilianischen Bundesstaat Pará tot aus einer Höhle geborgen wurde. Denn die Schlange wurde erst durch die Explosionen während der Bauarbeiten getötet. Es war eine der größten, die die Welt je gesehen hatte. Zu ihrer Bergung war ein Kran notwendig, der sie auf einen Bauwagen verlud. Das gewaltige Reptil, vermutlich eine Anaconda, wog satte 400 Kilogramm und war 10 Meter lang. Nach Angaben der Einheimischen lebte die Schlange 10 Jahre lang in dieser Höhle bis zu ihrem tragischen Tod. Nummer 1. Python an der Zimmerdecke. Hier siehst du Leute beim Versuch, einen Netzpython von der Zimmerdecke eines Hauses zu entfernen. Wie das Reptil dorthin gekommen ist, ist ein Rätsel, genauso ob das Bild echt ist oder nicht. Beurteile das am besten selbst. Wie dem auch sei, es ist ein unglaubliches Exemplar, nicht nur weil es groß ist, sondern auch weil es wahnsinnig hübsch ist. Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde ein solches Tier in seinem Haus haben wollen. Ich bin sicher, die Schlange wurde in eine Auffangstation gebracht. Hat dir dieses Video Angst eingejagt oder haben dich die Schlangen beeindruckt? Schreib uns einen Kommentar und vergiss nicht, die Benachrichtigung zu aktivieren und diesen Kanal zu abonnieren.